Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Rubrik von mir, nämlich Let's Show. Das wird jetzt die Rubrik sein, wo ich Spiele zeige, die ich nicht Let's Playen werde, aber die ich trotzdem mindestens mal zeigen will, weil ich die Spiele okay oder gut oder richtig feier. Wir haben hier jetzt beispielsweise Knights of Azure. Ich musste jetzt ehrlich nochmal nachgucken, weil ich immer den Namen falsch gesagt habe. Ich habe immer Kings of Azure gesagt. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber egal. Wir haben hier auf jeden Fall ein eigentlich ganz gutes Spiel, muss ich sagen. Ich habe es zwar schon so gut wie durch. Ich bin gerade beim Endgegner, aber die will ich euch nicht zeigen. Es ist auf jeden Fall eine Tussi und die geht mir echt auf die Eier, die Bitch. Es gibt auch sehr viele Nebenquests. Aber wo fange ich? Warte mal, jetzt bin ich gerade rausgegangen aus dem Hotel. Das wollte ich mal gar nicht. Ach ja, genau, der Grund, wieso ich es natürlich nicht Let's Play, ist es auf Englisch. Englische Spiele tue ich nie Let's Play. Das geht mir auf die Eier. Ich spiele aber sehr viele englische Spiele. Wir haben hier im Prinzip. So, hier gibt's Questen. Die Hauptquesten laufen in der Story. Die haben hier nichts zu suchen. Und dann gibt's noch so bestimmte Hobbys, die im Prinzip nebenbei immer gemacht werden. Wir sind im Prinzip in der Nacht immer auf Missionen. Also ihr werdet da nie Tageslicht sehen beim Kämpfen. Und nachdem ihr eigentlich im Prinzip ein bisschen kämpft und macht ihr nebenbei, überspringt es dann den ganzen Tag und dann macht ihr dann was Bestimmtes, Hobbys, keine Ahnung, Life, ein Job und so weiter. Und dadurch kriegt ihr dann Punkte für eure Skills. Da gibt es nämlich Spirit, Fitness, Stamina und Charm. Und dann könnt ihr bestimmte Attacken und so weiter und bestimmte Skills halt einfach freischalten. Beispielsweise, dass ihr jetzt mehr als nur zwei Questen annehmen könnt. Ich kann gerade nur zwei Questen annehmen. Maximum ist aber, glaube ich, auch so drei. So, dann gibt es natürlich Equipment, aber das sind nur Accessoires. Es gibt keine Schwerter, die kriegt ihr so, im Prinzip so wie bei Devil May Cry, ihr kriegt die im Prinzip im Laufe der Story. Dann gibt es eure Severn, oder ich nenne sie einfach eure Pokémons in diesem Spiel. Das sind im Prinzip diese Viecher. Was wichtig ist, ist die untere Anzeige. Es gibt da lila, grün-gelb, blau und rot. Ich nenne es Feuer, Wasser, Licht und Dunkelheit eigentlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich Licht ist, aber ist auch egal. Ihr seht dann ganz links oben bei Gruppen, dass da ja verschiedene Bilder sind. Das sind nämlich die Dämonenverwandlungen, die dann nämlich verfügbar sind. Das Team habe ich jetzt eigentlich gemacht, weil es gerade ist, was ich trainiere. Also im Prinzip die zwei Level 10 ist Maximum Level, gleich vorweg. Und ich will die hier trainieren, weil die gut für den Endgegner sind. Also hauptsächlich der hier, der ist so Zohan. Ha, Zohan. Leck dich nicht mehr Zohan an. Ja, Ace haben wir hier auch. Die Namen kann man nicht selbst entscheiden, das ist ganz random. Also deswegen finde ich manche Namen schon ziemlich witzig. Lucano. Egal. Die haben bestimmte Attacken, die werde ich euch später dann auch noch zeigen. Dann gibt es halt, wie gesagt, die Verwandlung. Das ist der Feuerdämon, dann so ein, weiß was ich, irgendwie so ein Typ mit so einer Faust. Also sie ist dann irgendwie so ein Riesenfausttyp. Ob ich den zeige, weiß ich nicht. Und dann so eine Magier-Tussi. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier noch einen gelben reintun würde, machen wir mal hier Toy-Trauber, dann hätte ich hier jetzt diese Hasenverwandlung. Die finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, sogar am besten. Aber da ich das gerade nicht trainiere, wechseln wir wieder da zurück. Dann haben wir auch, man kann bestimmte Sachen entweder mit Libra, also Money, ich nenne es einfach Money, Money, und Blut. Mit Blut kann man bestimmte Objekte kaufen, mit Geld kann man bestimmte Objekte kaufen. Was man aber mit Blut machen kann, ist auch, ihr kriegt bestimmte Objekte, wo ihr diese Monsters dann rausentwickeln könnt. Ich habe hier beispielsweise die Löwenstatue und dieses Schwert, wo ihr dann diesen Bronzenlöwen oder diesen Dinosaurier-Schwert, Dino-Schwert hat, rausholen könnt. Das Problem ist aber, es bringt nichts, die doppelt zu haben, da man nicht beispielsweise hier jetzt dreimal den Wolf haben kann. Was ich leider erst vor kurzem rausgekriegt habe, weil ich bis jetzt noch keine Doppelte gemacht habe, weil ich sie meistens geopfert habe, um die hier stärker zu machen. Kann man nämlich auch machen. Im Prinzip geht nämlich hier 7 Straighting und dann könnt ihr sie hier aufopfern. Besten ist natürlich dasselbe Viech für dasselbe Viech, weil dann kriegt ihr auch mehr Punkte.
bei den unteren Statistiken. Also, dadurch, dass die ja deine Verwandlung manipulieren durch diese Punkte, ist es immer ganz gut, wenn man hier beispielsweise der Leader hat doppelte Punkte. Das heißt, die 4 zählen doppelt, das heißt 8. Wenn ich denn jetzt hier rüber wechsle, kann ich die Hasenverwandlung machen. Die Standardverwandlung ist die Feuerdämonenverwandlung. Deswegen wird die immer drin sein, scheißegal was ihr macht. Von daher. So, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, leveln kann man auch nur mit Blut. Das heißt, ich bräuchte 260.000 Blut, um die jetzt auf ein höheres Level zu bringen. Maximum Level ist aber auch 10. Das ist gerade die Sache, die ich gerade bewahrt nebenbei mache. Guck da nebenbei immer Inuyasha gerade zurzeit wieder an. Manche Serien muss man halt nachholen. Ranma habe ich auch schon wieder nachgeholt. Aber ich will euch jetzt zeigen. Ich gehe jetzt zum letzten Akt. Der ist aber kein Spoiler, eigentlich im Prinzip, weil er ist nicht gerade kreativ und auch nicht berauschend, ehrlich gesagt. Mir fällt aber gerade auf, mein Fernseher ist zu laut. Was irgendwie in jeder Scheißaufnahme jedes Mal vergesse. Was ich an dieses Spiel so positive finde, ist dieses Remote Play. Das sowas tue ich immer, da ich PS4 habe, mit dem aber keine Spiele wirklich zocke, sondern meistens die PS4 zocke. Meistens auf dem Klo, ehrlich gesagt. Aber auch wenn ich dann unten bin, also nicht gerade in mein Zockerzimmer. Das Gameplay ist ziemlich simpel, ich kann euch jetzt mal zeigen. Also, man hat hier, wenn man R1 drückt, kann man einen von den vier rufen. Man kann aber ehrlich gesagt auch alle vier gleichzeitig rufen. Ihr habt dann den blauen Streifen, das ist das Leben für die Viecher. Und das rote, das ist die Kommando-Leiste. Wenn ich jetzt beispielsweise mit Flash Disk 3 mache, also auf Viereck. Was gerade nicht klappt, ich weiß nicht. Achso, genau. Da habe ich jetzt beispielsweise hier diesen Laser, der mich umschwingt die ganze Zeit. Ist auch einer der Gründe, wieso ich den drin habe, weil er gegen Bässe ziemlich effektiv ist und auch so stark. Da habe ich ganz unten eine Heilerin. Das kleine Elfenviech da. Keine Ahnung, was das darstellen soll, aber ist ein Elfenviech. Dann haben wir den Wolf. Den Wolf finde ich cool, weil er auch paralysiert, wenn er angreift. So, jetzt noch zu den Waffen. Im Anfang an hat man nur das Dämonenschwert, was ich jetzt gerade auch ausgerüstet habe. Dann haben wir diese Armbrust, nenne ich es mal. Damit kann man schießen. Und man kann sich damit auch heilen und seine Viecher auch. Mache ich jetzt mal hier. Seht ihr? Und halt pushen kann man sie auch. Doppelte Stärke habe ich auch drin. Dann gibt es die Doppelschwerter. Die benutze ich eigentlich am allermeisten. Und dann haben wir den Hammer. Der Hammer scheiße ist. Ja. Dann gibt es auch zwischen den Dungeons immer so Viecher, wo man was kaufen kann. Die sind eigentlich auch wichtig, weil manche Objekte kann man nur da kaufen. Wer Platin holen will, muss beispielsweise eh alles holen. Darauf freue ich mich eh schon wieder. Und hier Mondstein kann ich holen, dann könnte ich nochmal dieses Haifisch, diese Elfe da, Heilelfe rufen oder die Feuerelfe. Kostet halt alles Blut. Ich spare beispielsweise gerade Geld, um mir den Galgor hier zu holen. Stihelion. Den habe ich nämlich noch nicht. Mir fehlen nämlich auch nur noch zwei. Dann habe ich nämlich alle Servants. Und das dauert aber. Was hier aber in der letzten Dungeon typisch ist, was eigentlich auch immer bei Devil May Cry vorkam. Ich glaube nur im zweiten nicht. Und im ersten kommen sie eher hintereinander. Da ist es auch nicht so. Aber im dritten und in Devil May Cry 4 ist es ja typisch gewesen. Und in DMC, bin gerade überlegen. Was bei DMC auch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Natürlich, man kann alle Bösse nochmal machen. Ich will euch jetzt im Prinzip nicht gleich einer der letzten Bösse zeigen, sondern, ja, ich glaube, das ist der zweite Boss gewesen. Die Gegner überspringe ich, weil die nerven mich noch. Ach du Hurenbock, du. Die muss ich jetzt kaputt machen. Ja, geil, wieso ist der Wolf da hinten geblieben? Egal. Der Leader verfolgt mich meistens eigentlich auch. Aber der ist jetzt auch nicht da. Ah, da ist Zuhan. Leg dich einfach nicht mit Zuhan an. Der gibt dir. Man kann sich sonst nicht heilen. Keine Ahnung wieso. Bin ich bescheuert. Ich hätte gerne mal Items noch. Aber man kann ja nicht alles haben. Genau, das ist, glaube ich, sogar der erste Boss gewesen. Seht ihr nämlich den, dann spoilere ich nicht so viel für die Leute, die das Spiel nämlich auch noch kaufen würden. Ich werde das Spiel auch in der Beschreibung drin haben. Mit meinem Amazon-Link. Wenn ihr mich pushen wollt. Ja, was heißt pushen, wenn ihr mir ein bisschen, keine Ahnung,
mich unterstützen wollt, dann könnt ihr es durch den Link durch Amazon kaufen. Muss aber nicht. Ich mache das nur einfach so. Ich weiß sowieso, dass das kaum einer holen wird. Weil meistens Spiele, die auf Englisch rauskommen, werden nicht so gut verkauft. Außer Digimon. Digimon hat sich echt scheiße gut verkauft. Aber wisst ihr was? Jetzt kann ich euch die Verwandlung zeigen. Ich bin gerade nur überlegen, welche ich euch zeigen. Ich glaube, ich zeige euch die Faust. Nicht den Feuerdämon. Weil der Feuerdämon seht ihr ja eh, wenn du das Spiel selbst gleich in Anfang anholt. Deswegen, hier. Geil, alles ist dunkel. What the fuck, das ist das erste Mal, dass das passiert. Egal, hier seht ihr das. Das ist halt scheiße langsam. Aber was ich mag ist, das da. Die Spezialattacke, die kann man nämlich mit Kreuz machen und dann BAM! In your face. Aber ich bevorzuge diese Verwandlung kein Stück. Der Hase ist nämlich sau schnell und der Feuerdämon kann von Weitem angreifen. Deswegen mag ich die am meisten. Und dann gibt es noch diesen blauen Magier, den habe ich einmal benutzt. Den fand ich so wack, dass ich das nie wieder benutzt habe. So. Aua. Aua. So, da haben wir den Boss kaputt gemacht. Aber er macht noch eine letzte Attacke, bevor er drauf geht. Die nicht spektakulär ist, denn man sieht ja ganz genau, wo man sich hingehen muss. Aber ich finde geil, wie meine Serven, wie schnell die sind. Die kann man natürlich auch ein bisschen lenken. Da gibt es nämlich hier mit der Steuerkreuztasten nämlich natürlich, wie heißt das, Kommandos. Setze ich ehrlich gesagt kaum ein. Muss ich zugeben. So. Was kann ich sonst noch zu dem Spiel sagen? Ihr seht ja den Timer, den hat man drinnen, dass man im Prinzip zum Erkunden nur 15 Minuten jeweils hat. Aber keine Sorge, bei den Bössen wird der Timer ausgeschaltet. Also bei richtigen Bössen hier natürlich nicht, weil das eine richtige Dungeon ist und mehrere Bösses ist. Aber beim Endgegner beispielsweise ist die Dungeon dann weg. Und auch in der Story war es bis jetzt immer so, für den Boss, der gerade kam, da ist der Timer dann auch aus. Das heißt, ihr müsst in den 15 Minuten nur schaffen, bis zum Boss zu kommen und dann ist es Rain. Dann habt ihr unendlich Zeit, bis ihr halt ihn besiegt oder drauf geht. So, was gibt's sonst noch zu dem Spiel sagen? Die Story ist okay. Sie ist echt nur okay. Kann ich nicht so viel sagen. Sie kommt mir... Ja, sie ist okay. Ich will auch nichts zu der Story eigentlich im Prinzip sagen. Erstmal ist das eher alles auf Englisch und kotzt mich eh immer. Ansonsten... Ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen, also dieses Let's Show. Ich werde euch auch im Nachhinein noch andere Spiele mal zeigen, um euch mal zu zeigen, was so Cooles eigentlich auch gibt und Spiele, die ich halt privat spiele. Normalerweise haben die meisten mich sowieso im PSN und sehen immer, was ich zocke. Was ich lustig finde, ich werde eigentlich ziemlich gut in Ruhe gelassen, wenn ich Spiele, die ich nicht Let's Play. Wenn ich aber Let's Play, also weißt du was, da steht jetzt, Naruto. Okay, bei Naruto ist nicht fair. Naruto kann man online zocken. Aber Dark Souls 2, genau. Kann man eigentlich auch zusammen zocken, aber eher weniger. Wenn ich Dark Souls 2 gezockt habe, muss mich jeder Depp anschreiben. Deswegen habe ich auch die Benachrichtigung ausgeschaltet. Die sind nur noch... Die einzige Benachrichtigung, die ich noch drin habe, ist der für Party-Chat, weil den brauche ich leider, um zu wissen, wer in die Party reinkommt. Generell fürs Zocken und auch beim Livestream, dass ich weiß, welcher Abonnent jetzt gerade überhaupt reingekommen ist, ob es ein neuer ist oder ein alter. Die meisten erkenne ich an der Stimme, ja. Ansonsten bin gerade überlegen, kann ich euch noch irgendwas zeigen. Jetzt reißen wir erstmal mal wieder zurück. Die Viecher können auch leveln, aber das habe ich schon erwähnt. Auf Level 10 ist Maximum, das habe ich erwähnt. Ich mag die Musik. Die ist okay. Nichts, was ich jetzt mir extra auf ein Handy drauf holen würde oder im Prinzip privat hören würde. Aber das kann man ja auch nicht von jedem Spiel erwarten. So einen guten Soundtrack wie bei Final Fantasy kann man nicht erwarten. Oder bei DMC oder Dragon Ball. Aber auch nur die alten Dragon Ball Spiele. Jo. Es gibt noch eine Arena. Genau, die sollte ich vielleicht mal noch erwähnen. Der Altar von Jod ist ja zum Leveln. Den brauche ich euch nicht zeigen, der ist nicht gerade spektakulär. Hier haben wir die Arena. Da gibt es halt bestimmte Sachen, die man machen kann. Das sind meistens die Servants vorgegeben, muss ich zugeben.
Okay, hier nicht. Aber bei manchen sind die Serven vorgegeben. Da muss man bestimmte Sachen machen. Da 15 Sekunden zum Töten, etc. Ist ganz witzig. Ich habe aber, wie ihr seht, noch nicht viel davon gemacht. Muss ich zwar auch noch machen. Aber ja. Gibt es da eigentlich irgendwas? Flatcrest. Bad. Broken Gas Laterne. Okay. Ja. Naja, egal. Das war's im Prinzip. Mehr kann man von dem Game jetzt nicht sagen. Das Gameplay habt ihr ja gesehen. Und. Ah, genau. Titten will ich noch zeigen. Titten. Was mir aber gerade einfällt, ich könnte euch ja mindestens kurz die Charakter noch vorstellen. Wo war das? Genau. Gibt es eigentlich keine Charakterding? Oh, ich weiß die Namen nicht auswendig. Das ist das Problem. Der Hauptcharakter, also die Hauptcharakterin heißt Anisse. Wo ich mir schon denke, da könnte man voll geile Memes machen, weil es wird geschrieben wie A. Nice. Also so, im Prinzip, ah genau, komm, ich hab doch einen Grund, in den Altar von Jotschke zu gehen. Man könnte im Prinzip so ein Meme machen, so, erstmal das normale Bild, dazu so wie sie normal gekleidet ist, ah nice, und dann das nächste Bild machen und dann, ah nice. Natürlich ist es Anime, also, es gibt generell wenige Spiele, Anime-Spiele, wo halt kein Fanservice geboten ist, also ein bisschen Fanservice ist immer geboten. Und ja. Das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ach ja, und wenn es euch gefallen hat, also dieses Let's Show, dann. Ich weiß, der Name ist nicht gerade gut, aber ich denke mal, ich werde trotzdem bei dem Namen bleiben. Scheißegal, hört sich halt behindert an, aber Wayne. Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr andere Spiele auch sehen wollt. Ich habe da viele Spiele, also nicht nur PS4. Digimon wollte ich erst auch vorstellen, aber das kennt eh jeder Depp. Das hat sich auch saugut verkauft. Ich bin immer noch erstaunt. Es kotzt mich aber auch immer noch an, dass das auf Englisch war. Hab ich auch schon durch. Ich habe noch viele Spiele für die PS3, wo nicht sehr beliebt waren. Weil es halt auf Englisch ist. Bei PS1 gibt es viele Spiele, die sind auch auf Deutsch gewesen, wo nicht sehr gut war. Also nicht gerade beliebt. Oder was heißt, nicht sehr bekannt sind. Beliebt würde ich nicht sagen, weil bei den Leuten, die die Spiele kennen, die lieben die. Und ja. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.